Schonka, das geht! Hey! Okay, das war's. Gutes Video. Two Flash. Wir nehmen jetzt Sammy Slimani, einer der humorvollsten YouTuber. Heute die Glow, erzähl mal, auf was freust du dich? Was erwartet dich heute? Soll ich das sagen, was jeder hier wahrscheinlich labert? Aber gibt es irgendwas Bestimmtes, wo du sagst, du freust dich richtig darauf? Ich freue mich einfach zu sehen, wie sich diese ganze Convention entwickelt hat, weil ich mich ganz genau erinnern kann, wie wir in einem Meetingsaal saßen und darüber geredet haben, was die Idee hinter der Glow wird. Und jetzt zu sehen, dass es so ein voller Erfolg ist, macht mich halt extrem stolz. Du bist ja auch so schon sehr, sehr lang bei YouTube dabei. Urheberrechtsreform von der EU, Artikel 13. Erzähl mal, was ist da deine Meinung dazu? Finde ich natürlich beschissen. Ist klar, wird sehr einschränkend sein. Wenn alle Stricke reißen, geht man halt aus der EU raus. Und das können sich wahrscheinlich einige Influencer hier leisten, ihren Job auch aus einem anderen Land zu führen. Angenommen, ich wäre jetzt Politiker und du könntest mir einen Satz sagen als Begründung, warum kein Artikel 13, was würdest du mir sagen? Weil es einfach jegliche Form von Kreativität killt. Also viele Dinge, die einfach dadurch eingeschränkt werden. Musik, was weiß ich. Dinge, die einfach Videos und kreativen Content ausmachen. Und ich finde, das kann nicht so durchgehen. Würdest du sagen, YouTube hat sich allgemein positiv entwickelt oder eher negativ im Vergleich zu früher? Im Vergleich zu früher, ich mache das ja schon seit 10 Jahren. Negativ, weil sehr oft sehr viele Menschen da draußen erfolgreich werden mit Inhalten. Gut, ich muss kein Fan davon sein, aber die nicht gerade unbedingt mit gutem Vorbild vorangehen, die eher problematisch sind. Und ich finde es halt schade, dass teilweise so das Dramen, Streitereien, Beef so zur Tagesordnung gehören und das eigentlich so eine schöne Plattform ist, die für so viel mehr stehen kann, als in den Nachrichten dann zu lesen, der und der YouTuber haben sich getroffen und geschlagen. So, das könnte so viel positiver sein. Du hast dich auch letztens mit Fresh Torge getroffen. Daran erkennt man auch auf jeden Fall, dass du ziemlich viel Humor hast. Was bedeutet denn für dich Humor und Unterhaltung bei YouTube? Auch über sich selbst zu lachen. Ich meine, Torge macht's vor. Er schlüpft in verschiedene Charaktere und ist echt schön, dass eben so zwei YouTube-Urgesteine einfach aufeinandertreffen und etwas machen, was niemand von mir wahrscheinlich erwartet, weil ich mich sehr oft einfach enthalten habe und einfach nichts zu Parodien oder sonstigen Dingen gesagt habe. Dabei bin ich eigentlich immer derjenige, der darüber gelacht hat und seinen Spaß damit hatte. Was ist in Zukunft geplant? Also für die Zukunft sind garantiert einige lustige, unerwartete Kollaborationen geplant mit einigen Creatoren, von denen man wahrscheinlich nicht denken würde, dass ich mit ihnen einen engen Kontakt habe. Ja, dann freut man sich auf jeden Fall. Danke dir. Danke. Two Flash. Adios.